Hier ist wieder das mit meinem YouTube. Kennt ihr? BFG 9000 ist es nicht, aber sieht schon cool aus. Habe ich euch mal ein Video vorgestellt. Das war ja auch so ein Blaster zum Zusammenbauen, mit dem ihr diese riesen Elefantentampons verschießen konntet. So, zack. Zusammen. Lass mich mal selber gucken. Oh, Wahnsinn, diese Reichweite, enorm. Heute stelle ich euch erneut einen Blaster vor, den man ja, aus Plastik, also mit Plastikteilen und dann Papierbögen zusammenbauen bzw. kleben muss. Ja, und das ist der Paper Shooters Bausatz. Den könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen, kostet rund 27 Euro. Den Link dazu gibt es diesmal nicht im Text, halt unter dem Video, weil das Ding absolut grottisch ist. Und da haben wir die Verpackung vom Paper Shooters. Da sind jetzt 141 Teile drin, die man dann nachher zusammenbauen muss. Ja, das war in der Verpackung drin gewesen. Ich zeige das mal ganz kurz. Ihr habt so eine Bedienungsanleitung. Das Ganze ist dann auf Englisch. Da kriegt ihr halt erklärt, wie ihr Step by Step die Sachen zusammenbaut. Das sind einmal hier diese Plastiksachen, also das Gehäuse. Damit hatte ich schon angefangen. Und hier haben wir dann diese Pappbögen, die nachher so die, ich sag mal, äußere Hülle bilden. Die sind dann bedruckt, sind ein bisschen stärker. Die kann man dann einfach hier so rausdrücken, weil die schon so vorgestanzt sind. Seht ihr? Und Munition. Die kann man sich aber auch selber herstellen mit diesem Teil. Dann haben wir hier noch diese Hülsen, wo die Munition reinkommt. Die kommen nachher ins Magazin. Das war gerade ein Karton. Das ist eine zweite Feder. Warum die jetzt dabei war, weiß ich nicht. Und hier mal kurz zum Zeigen. Hier sieht man halt schon, wie die Sachen verbaut wurden. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Die andere Gehäusehälfte kommt dann hier drauf. Das hier ist noch die Schulterstütze, die kommt dann da hinten hin. Magazin wäre dieses hier, seht ihr? Und da habe ich jetzt schon mal was von den Pappbögen drumherum gemacht. Das wird teilweise geschraubt oder auch noch geklebt. Und dafür habe ich mir dann extra noch hier so ein Päckchen Kleber geholt. Ich will mal gerade was zeigen. Zum Beispiel hier Schulterstütze. Da mache ich jetzt mal den Pappbogen drum und hier oben steht eine 9. Seht ihr da? 9. Und die ganzen Pappbögen, die haben ja Bezeichnungen. So, wenn man jetzt mal guckt, seht ihr? Da steht auch eine 9. Und es gibt hier so eine schöne Übersicht von den ganzen Pappbögen. Und wenn man jetzt mal hier guckt, da ist die 9 und so sieht der Pappbogen aus. Ja, und dann muss man den eigentlich nur noch so dran halten. Das wäre jetzt, Moment, wo haben wir es? So rum. Also hier vorne ist es Spitze. Und das Spitze haben wir dann zum Beispiel jetzt hier. Also so wäre der Pappbogen richtig rum. Und dann muss man dieses Teil nehmen, um die Schulterstütze drum zu machen. Also super simpel einfach. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, könnt ihr bei den Stellen, wo nachher der Klebstoff dran ist, noch so ein bisschen Malerkrepp dran machen, dann hält es und es könnte nachher eigentlich relativ gut abziehen. Man muss nur darauf achten, dass hier dann kein Klebstoff dran ist, sonst sieht man nachher ein bisschen was vom Malerkrepp oder man reißt die Farbe von dem Druck noch mit ab. Und so schaut der Paper Shooter dann aus, wenn man zusammengebaut hat. Das Drecksding, ich habe sowas von geflucht, die Anleitung super grottenschlecht erklärt. Manchmal fragt man sich, wie soll man da überhaupt was zusammenkleben oder falten, weil das von der Anleitung her überhaupt nicht ersichtlich ist. Ja, hier vorne ist schon mal wieder ein bisschen was aufgegangen. Ich habe auch keinen Nerv mehr, da jetzt irgendwas noch zu kleben. Ich habe die ganzen Finger mit Sekundenkleber voll, weil sonst kriegt er die Teile überhaupt nicht zusammengeklebt. Das ist normaler Kleber, könnt ihr vergessen. Brettstift könnt ihr vergessen. Ihr müsst euch diese Sekundenkleber kaufen. Ungefähr für den Shooter, ich denke mal so 9 Stück braucht ihr, also 3 Dreierpackungen und dann könnt ihr den ganzen Kram gut zusammenkleben, weil das hält nur, alles andere hält nicht.
Ich habe das sogar jetzt hier vorne mal getackert. Ich war eben so garstig gewesen, wie so ein kleiner Hobbit, weil das schon wieder aufgegangen ist. Dann habe ich hier den normalen Kleber genommen. Dran, ab. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Das geht mir echt auf den Keks dann. Ja, also er sieht dementsprechend aus. Lustigerweise, wenn ihr euch mal das Bild auf Amazon anguckt, die haben den genauso bescheiden zusammengeklebt. Vom Weiten, von der Optik her gar nicht mal so schlecht. Also mir gefällt, es soll wohl so eine Art Dino sein. Hier unten der Mund, dann die Augen, also von der Optik her ziemlich cool gemacht. Dann habt ihr hier die andere Seite. Das Magazin hier unten ist halt der Mund. Also das sieht klasse aus. Könnten wir auch mal so ein Airbrush und irgendein Strife oder sowas dran machen. Ich denke mal, das wäre auch cool, mal ein Strife und dann das Magazin auch besprühen, wo dann hier so der Mund dran ist. Ja. Hier vorne kommen daher diese kleinen Papierkügelchen raus. Hier hinten wird es mit gespannt. Und dann haben wir hier das Magazin. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Hier seitlich kann man, das ist der Trigger, den Trigger mit sperren. Jetzt könnt ihr den nicht mehr nach hinten drücken, jetzt ist er wieder freigegeben. Das ist zum Laden daher. Einfach nach hinten ziehen, lasst ihr dann los. Und dann könnt ihr einen Schuss abgeben. Wollt ihr das Magazin entnehmen, habt ihr hier in der Seite so einen kleinen Knopf. Da drückt ihr drauf, dann könnt ihr das rausnehmen. Ja, wie gesagt, das müsste nochmal geklippt werden. Das seht ihr jetzt hier, aber ich habe keinen Bock mehr auf das Teil. Ich bin froh, dass ich den zusammengebaut habe. Ich habe, glaube ich, 5 Stunden gebraucht. Ja, 5 Stunden auf mehrere Schritte oder Tage verteilt. Ja, so. Ich kann das nochmal ganz vom Nahen zeigen, dann seht ihr mal. Ich sage ja, manche Teile, die habe ich einfach mal dran geklebt, weil das überhaupt nicht ersichtlich war, wo kommen die hin. Ich habe auch das andere, ein oder andere weggelassen. Zum Beispiel jetzt auf der Seite seht ihr noch die Schrauben. Und dann habe ich das nachher irgendwie so verkleben müssen, habe ich die Löcher hier gar nicht mehr gefunden. Das ist auch irgendwie nicht so schön dran geklebt. Ich wollte es dann halt wegen der Optik einfach mal dran machen. Ja, hier fehlt auch was da drin. Das war auch nicht so richtig ja, ersichtlich, wie man das nachher verklebt. Aber ich sage ja, von Weitem sieht er ganz toll aus. Magazin. So, wir haben ja dieses, also ihr könnt euch die Kügelchen selber herstellen. Dann gibt es die ein bisschen vorgefertigt in einem kleinen Beutelchen. Dann haben wir hier die Patronen. Oh, das ist falsch. Ich muss, wo ist denn die ohne? Genau. Und da tut er einfach hinten einen reindrücken. Zack. Und dann kommen die nachher ins Magazin rein. So, die werden einfach hier, seht ihr, kriegt ihr von euren Nerf Blastern da dann so reingemacht. 3, 4, 5 und die Nummer 6. Also 6 Stück sind jetzt drin. Dann holt ihr euch den Blaster wieder. Meine, das muss man nach hinten ziehen, um das Magazin reinzubekommen. So, das stecken wir jetzt hier wieder rein. Das klemmt manchmal so ein bisschen und man muss ein bisschen friemeln. So. Oh. Ist das ein Trotz? So, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich ziehe das jetzt mal nach hinten. Jetzt müsste das normalerweise sich nach vorne drücken, was es nicht macht. Ah, jetzt kommt sie. Gucken wir mal, ob man das sieht. So, jetzt habe ich die Patrone in die Kammer geschoben. Toll. Also rausfallen tut es schon mal. Ah ja, jetzt schiebt es wieder nach vorne in die Kammer. Nur einen probiere ich noch. Hey, ich gehe da rein. Ich finde das geil. Da kommt nichts raus. Also irgendwie bleiben die da drin stecken. Ihr seht, dieser, sagen wir mal, Bolzen, der ist schon dagegen gekommen. Aber irgendwie werden die jetzt nicht raus verschossen. Ich habe es aber laut der Anleitung, ich zeige es hier nochmal, seht ihr, die sind richtig, die habe ich richtig reingetan, also ich muss es mal so rum machen. So, das ist hinten, das ist vorne, so zack, und irgendwie will er die nicht verschießen.
Ja, Optik ist nicht alles. Der Blaster schaut zwar klasse aus, aber der Zusammenbau ist super schlecht erklärt. Funktionieren tut er irgendwie auch nicht und kostet fast 30 Euro. Deswegen spart lieber das Geld. Hauptsache, ich habe das ausgegeben, um euch den Rotz hier mal zu zeigen. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen, weil das Kit mir sowas von auf den Nerv gegangen ist. Auf den Nerv? Nerv? Genau wie dieses Kit habe ich euch ja im letzten Video vorgestellt. Das war das Longshot Pump Kit. Und zwar war das ja super grottig vom 3D-Druck her. Da war ja alles schief, Sachen gefehlt und ich habe ziemlich geflucht in dem Video. Aber freundliche Neuigkeiten heute aus England habe ich ihn, glaube ich. Ha, da freue ich mich drauf. Endlich mal wieder ein Blaster, den man nur zusammenbaut und zeigen kann. Nichts kleben, nichts die Finger mit Aceton sauber machen, nichts schief gedruckt. Die Regenerator von X-Shot, das ist nachher, oder soll nachher ein richtig fetter, kann man vielleicht sogar als Sniper schon bezeichnen. Der muss nachher richtig lang sein. Den Blaster, den stelle ich euch dann am, ich sag mal, Sonntag vor. Das war der Test-Special von YouTube. Sagt mal tschüss, bis zum nächsten Mal.